Herzlich willkommen zu Until Dawn hier auf GameTube Horror. Und das ist tatsächlich ein Horror, denn wir müssen bis zum nächsten Morgen durchhalten. 8 Teenager müssen wir helfen, in den Tod zu führen oder sie zu retten. Wie in den Tod führen? Ich glaube, ich wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergelockt. Ich dachte, das wäre der Dating-Simulator Until Dawn, dass man die junge Frau da bis zum Morgengrauen bei sich behalten muss. Ja, und dann dafür sorgt, dass sie schnell wieder abhaut. Das ist der Fritz-Faktor. Nein, aber ja, Until Dawn, ein Horrorspiel. Endlich mal wieder was auf GameTube-Horror. Für die PS4, bis jetzt nur für die PS4, kommt wahrscheinlich auch nie für was anderes raus. Es soll sehr, sehr cool sein. Ich bin gespannt. Und wir spielen es jetzt einfach mal. Einfach mal loslegen. So. Schon. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nee, Erna. Ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Kann mich jetzt schon nicht entscheiden, wer zuerst sterben soll. Mike. Sie bieten sich alle so an. Hannah! Boah, die haben alle voll gruselige Gesichter. Was ist da los? Oh, sie ist hier. Sch, Mike. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Sag nur, wir wären jetzt hier. Josh? Ist Josh schon tot oder schläft der nur? Ich glaube, ist er hinüber. Ah, jetzt kann ich hier mich bewegen mit ihr hier. Die hat auch kein gruseliges Gesicht. Nee, die nicht, aber die da gerade irgendwie hinter diesem Schrank saß. Die schon, die hat voll komische Grimasse gezogen. Ne? So. Das stimmt, das sah halt hart seltsam aus. Oh, was ist das für ein geiles Gerät, was da steht? Ist das hier? Wenn es ein Bildschirm hat, ist es was für dich. Aber sieht total hübsch aus, das Spiel. Ja, echt voll. Schick. Dann schauen wir mal. Josh, was ist denn mit ihm los hier? Schubst ihn mal runter. Kann man was machen? Nee. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich kann rumlaufen. Ich glaube, die sind einfach nur hackendicht oder so. Draußen vor der Tür steht ja der Pizzabote. Wissen wir ja schon. Der hat das große Messer dabei. Der hat bloß vergessen, die Pizza zu schneiden. Tutorial. Nur schnell. Mit dem rechten Stick kann ich mich umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Da hinten war auch irgendwas, was schimmert. Ah, cool, da bewegt sich mal so. Ach, schau mal, da hinten. Siehst du das? Ja. Was da blinkt? Da links war auch okay. Schon. Ah, alles klar. Das hat ein bisschen so was Heavy Rain-mäßiges, ne? Total. Okay. Und dann kann ich es noch so drehen. Ah, cool.
Jeremiah Trinksimulator. Okay, kann ich noch ein bisschen anders mal angucken? Ich glaube, es reicht schon. Soll es kosten? Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Aber die machen schon oft komische Grimassen. Eben bei ihr auch gerade so am Ende des Satzes blieb das Gesicht so mittendrin stehen. Ey, was haben die da gebechert? Allerdings. Hallo. Hannah. Hannah, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Wer legt denn das auf so einen öffentlichen Tisch? Ja, vielleicht hat sie... Und wer unterschreibt im echten Leben mit 3 Xen noch dazu? Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Okay, hast recht, Mike soll zuerst sterben. Was für ein Arschloch. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Nicely put, Mike. Nicely put. Ja. Es geht ja los hier. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah. Juhu, er hat einen Selfie-Stick. Der stirbt zuerst. Ich glaube, vor der Tür ist jemand. Lass ihn mal rein. Okay, das kann ich jetzt Josh wecken, andere suchen. Ah, jetzt musst du dich entscheiden, okay. Das sind jetzt hier die Schmetterlingsentscheidungen, Josh, die man treffen muss. Josh! Fuck! Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Boah, ist ja schön gruselig. Das ist ein Gebäude. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Wo will sie denn jetzt hin? Sie suchen. Über wen denn suchen? Die Schwester, die Hannah. Ach so, das ist sie ja gar nicht. Stimmt. Ich dachte gerade, warum läuft sie denn jetzt auch weg? Wieder so gut los. Rechts, rechts, ja. Rechts. Obwohl, nee, da sind Vögel. Geräusch, ach doch, Geräusch von, den oder Spuren. Ja, Spuren. Ja. Er den Fußspuren, wenn er denkt, irgendwie einen Vogel krach macht. Vielleicht hat er das zu erzählen. Das ist bestimmt ein Killer, Bursche. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Oh, was kommt denn jetzt? Ein Touchpad ist hier. Ist ein Detektor dabei, oder was? Hannah! Ah, nee, Taschenlampe, okay. Das ist cool. Gott, wie ich mir jetzt schon wünsche, dass diese ganzen Teenager auf unfassbar brutale Weise sterben. Wie bist du denn drauf? Ja, hallo, was sind das für Arschlöcher jetzt schon? Der sieht doch jetzt nicht. Und sie vielleicht nicht, aber alle anderen. Aus und Hannah noch. Ja, die Sam da auch nicht. Die Sam war die Blonde, oder? Ja, die ist nicht für heute, also. Die ist noch reingerannt. Aber die wusste, was da passieren würde. Ja, sie hat nach der Hannah ja gerufen. Sie wollte hier. Ich wollte das nicht. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Wow. Das ist schreckhaft hier. Vielen Dank. Ah, okay, mit L1 kann ich schneller gehen. Schau mal, L1 ist die Schulterbastel. Ja, ist die Schulterbastel. Ja. PlayStation. Hallo? Hallo? It's for the players. So
viel schneller ist er auch nicht. Was ist das denn? Kopflose Statue. Götze. Wow. Okay. Das Todestotem. Was? R1? R1 Todestotem. Ich drück mal R1 kurz. Schau mal, was ist jetzt eingefunden? Totemprophezeiung. Schwarzer Tod. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Okay. Wir können nochmal abspielen mit Dreieck. Hier ist was Neues. Da fehlt noch eine Menge. Ja, das schaltet immer mehr ein bisschen wie dieses Video bei Assassin's Creed, ne? Im ersten. Wo man da auch diese Geheimnisse gefunden hat und dann hat man dieses kleine Mini-Video gefunden. Du stehst mir auf der Leitung. Sorry. Steht aber öfter jemand drauf. Da steh ich mir mal zwar meistens selber drauf, aber. Ah, guck mal. Ach, guck mal. Beth, Eigenschaften. Kann man das selber irgendwie noch beeinflussen? Ja, vielleicht durch ihr Verhalten, ist? Ne? Ja, genau. Tapfer, neugierig, romantisch, ist ein bisschen mehr. Das ist ja cool mit den Beziehungsstarten. Ah, das ändert sich. Okay. Aha, was ist das? Schmetterlingseffekte, okay. Kann ich das irgendwie auswählen? Noch nicht anscheinend. Ich schalte es wahrscheinlich frei, je nachdem, wie du dich entscheidest. Man hat aber jetzt sehr wenig gesehen in diesem Totem. Was war jetzt gerade in dem Unbekannten? Achso, hier. Was ist das? Also wahrscheinlich Hinweise auf den Killer, oder? Gehen wir nochmal kurz zu den Toten zurück. Spiel den mal ganz kurz. Das ist nicht cool. Das Totem nochmal machen. Kannst du wahrscheinlich hinnavigieren, oder? Jetzt untersuchen. Fällt also irgendwie auf den Stein, fällt, oder? Ja, die fällt irgendwie runter. Aber es ist schon Beth. Von Beth auf den Weg. Das ist schon Beth, die da irgendwie ausrutscht und darauf fällt. Ja, genau. Ne? Also das ist immer der es findet, der kann dann so vielleicht sterben. Vielleicht hätte sie jetzt schon sterben können, wenn ich glaube nicht so schnell, oder? Weil man konnte ja vorhin einmal sichern, einmal schnell. Meinst du es? Ich glaube nicht. Das ist ja Vorahnung. Ich wollte gerade sagen, das wird ja vorher gezeigt. Aber cool. Also das ist, aber vielleicht ist es auch so eine Warnung, dass man schon mal weiß, okay, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Damit man halt nicht jetzt hier. Oh, was ist denn da hinten? Aber ich finde dieses ganze Teenie-Setting schon total cool, weil es so wirklich so der Klischee-Film ist. Ja, klasse. Hannah! Hier sind jetzt leider gar keine Fußspuren mehr. Ja, also ich gehe jetzt hier gerade einfach ein bisschen. Ah! Oh. Wo? Wahrscheinlich ein Flammenwerfer oder wie? Wir müssen also einen Feuerstoß mitten im Winterwald. Winterwald? Oh, was ist das? Das ist ein Wald. Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Wow. Hannah? Hannah! Oh. Wow. Festhalten. Stimmt, der hatte so einen Benzinfass auf dem Rücken, ne? Da! Scheiße. Lass mal beide fallen. Fertig. Oh Scheiße, wir haben schon zwei umgebracht. Entschuldigung. Kann ich da mal anfangen? Scheiße.
Ich hatte halt gedacht, wenn man so fallen, dass der dann doch irgendwie noch greift. Oh, bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Kannst du das machen? Okay, eine Vogelscheuche und eine Scheune. So ein Farmhaus, ne? So ein Scheune, Maisfeld. Oder? Ja. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Das war eigentlich ganz ein nettes Bild, finde ich. Ich bin eher nervös bei dem Bild. Ich bin dabei, also mit so einer Vogelscheuche? Nö, ich finde es einfach so eine. Echt? Ich meine, so aus dem Feld heraus hast du nie Kinder, wie heißt der, Kinder des Zorns? Ja, aber ich habe auch schon wirklich mal so ein Feld besucht. Eigentlich ist das ganz, zumindest eine nette Szenerie. Gruselig. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Das im entspannten Sommernachmittag aus, friedlich. Der Sonnenschein, ja genau. Die Sonne. Okay. Weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen gruselig. Das ist so, ich seh da jetzt schon die ganzen Szenen, was schiefgehen kann. Sonnenschein. Sonnenschein. Friedlich hätte auch gepasst, beides. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Ja. Also eher Angst als depressiv. Oh, Angst. Wirklich. Sehr interessant. Wo ich herkomme, ganz im Norden von Schweden, sind die Nächte 18 Stunden lang? Warum glaubst du, hast du Angst vor der Dunkelheit? Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht jeder. Aber es ist eine völlig natürliche Furcht. Dunkelheit ist tatsächlich das Ungesehene und folglich das Unbekannte. Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Aber den Schauspieler kennt man doch. Also nicht das Gesicht, aber die Bewegung. Offenbar ist die Zeit um für diese Sitzung. Wir sehen uns wieder. Bald. Bis dahin empfehle ich dir, dich fernzuhalten von dunklen Orten. Sieht aus wie der, wie heißt der nochmal? Der hat auch diese VW-Werbung, diese geile, immer früher gemacht. Diesen, wo sie die deutschen Autos getestet haben und dann die immer so verschrottet haben. Der hat bei Prison Break mitgespielt. Der spielt ganz oft irgendwie mal, spielt oft böse. Aber das sind seine Bewegungen. Das ist der bestimmt. Ja, krass. Die ersten beiden sind schon tot. Ging schnell. Schön, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, weil man das Totem gesehen hat. Und dachte, wenn ich es loslasse, ich dachte aber, dass die Henna überlebt vielleicht. Ich dachte halt, wenn man jetzt loslässt, dass dann irgendwie die Möglichkeit ist für beide. Aber das nimmt das very, very literally, also sehr wortwörtlich, diese ganzen Funktionen. Ich hätte gedacht, es kommt ein Twist, weißt du? So nach dem Motto, wenn du nur die Schwester fallen lässt, dann stirbt halt nur diese Schwester. Aber wenn beide sich irgendwie so opfern, dann passiert irgendwas, dass das Henna passiert. Vielleicht wenigstens lebt. Ich dachte, wenn du loslässt, stirbt die Henna auf jeden Fall. Ja, genau. Das dachte ich nämlich auch. Die stirbt und, auf jeden und Fall. Und sie wird irgendwie von diesem
Grillmeister da erwischt. Ja, aber krass. Also es war zumindest schon mal überraschender, als ich gedacht hätte. Cool. Hayden Panettiere spricht vor einem Original. Und vielleicht auch die Bewegung. Ist das mit Motion Capture? Weißt du? Scheint ein bisschen zumindest. Aber es scheint ein bisschen abgehackt zu sein. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Die Finasten ist so ein bisschen... Da fehlt dann der Übergang zur nächsten Bewegung. Ich glaube, ich halt das Uncanny Valley, wo wir langsam immer wieder mal sind. Ja. Halt, ne? Das sieht ja schon ziemlich gut aus, aber... Dadurch fällt einem dann umso mehr auf, wenn es nicht stimmt. Aber trotzdem total cool. Gefällt mir jetzt schon also echt gut. Also der Stil ist super. Cool. Weil ich habe jetzt schon Bock, nochmal zu spielen. um zu gucken, was da anders ist. Lass erst mal einmal spielen. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Ihn kennt man, okay. Ja. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Ich tippe drauf, dass er uns mit dem T-Shirt empfängt. Ich bringe euch alle um. Der Hayden-Panel hier erkennt er auf jeden Fall ganz gut. Du hast ja auch volles Gesicht eingescannt. Unter anderem aus der Pacific kennt man den, ne? Hab ich nicht gesehen. Doch leider nicht ganz so gut wie Land of Brothers. Aber das ist ja, ich meine, das ist der überlebende Bruder von diesen beiden Mädchen, die in den Schnee gerannt sind, weil die anderen Freunde denen so einen blöden Streich gespielt haben. Also zu dem würde ich ja in so eine einsame Hütte fahren wollen, ein Jahr nachdem seine Schwestern gestorben sind. Weiß ich ja was wie du. Was hast du denn für Rache-Fantasien? Naja, hallo, das ist doch der Klassiker. Ist ja klar, dieses dass er ein Jahr umbringt. Ein Jahr danach. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Hast du die ganzen Teenie-Horrorfilme nicht gesehen, oder was? Ja, aber es kann ja nicht gleich. Schauen wir mal. Ich weiß nicht mehr, was ich letzten Sommer getan habe. So lange her. Ja, das wird alles vor Gericht wieder ausgerollt, keine Sorge. Ja. So, 10 Stunden bis zum Morgen. Mal schauen. Ja, nee, ist klar. Der steht da das ganze Jahr lang. Ein Jahr lang stand der da. Der stinkt sauer. Der stinkt sauer, dem ist voll kalt. Der wollte eigentlich nur zum Bus, ne? Hätte jetzt gerade verpasst. So, das ist Sam. Sag sogar Hannas beste Freundin. Oh Mann. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Das werde ich auch mal beschrieben. Genau. Auf dem Steckbrief oder wo? Ist jemand hier? So
klang ich auch mal, wenn ich Hayden Panettiere hier beobachtet habe. Wie der gerade. Das wäre irgendwann verboten. Aber ich finde es total cool, also das so zu spielen. Das hat echt so ein bisschen was von Heavy Rain an der Stelle immer. Mhm. Muss mich umgucken, funktioniert auch mal ganz gut. Das ist ziemlich cool, mir gefällt das. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es so flott bleibt. Also bis jetzt ist so die ganze Zeit so, ja, weiter, schon weiter, weiter. Mit der Vorgeschichte, ja. Aber das Intro wird doch nicht anders sein. Also die werden doch irgendwie immer beide sterben. Das glaube ich fast gar nicht. Na, das müssen wir doch mal rausfinden dann. Wir können es ja so oft spielen, bis wir alle Kombinationen gespielt haben. Ja, mach mal. Versprochen, ein Gamecube-Versprechen. Einen Kanal für. Verdammt. Rüberklettern. Nee, ist klar. Darüber. Was ist das denn? Was soll denn daran kaputt sein? Das war das. Na dann. Sie versucht es trotzdem. Aber dass man das kann, das aus einem Spalt aufmachen. Ja, klar. Vielleicht mal da links rüber klettern über die Mauer. Ganz schnell, weil wir haben keine Zeit. Obwohl, ich wette, das Spiel wird auch klettern. Das Spiel wird auch mit solchen Sachen noch spielen. Dass dann von hinten irgendjemand kommt oder so, weil man ja, sich nur von vorne auf Nummer sicher machen wollte. Boah, was ich mich drauf freue, das ist ja der Wahnsinn. So cool. Ist auch perfekt angezogen für das Wetter mit ihrem Rock. Also, sie hat sich das vorher genau überlegt. So was auf oben eine Mütze. Deswegen klingt der auch so. Damit. Sie weiß aber auch, ne, Wärme steigt halt auf, deshalb musst du die oben nur festhalten und dann passt es unten schon. Ja. Mit der Mütze ist vielleicht auch genug Platz für Wärme. Sie ist halt auch umsichtig. Ja, auf jeden Fall. Aber ich will das ja nicht schlecht reden. Frauen können auch gerne mit der sich so anziehen. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Soll ich jetzt machen? Was war denn das gerade? Achso, ich hätte das Pad nicht bewegen dürfen. Ist okay. Glaube ich. Ah, okay, das ist ja geil. Bewegungssteuerung oder so. Ja, das ist Bewegungssteuerung. Aber ich kann es ja hier rumhampeln und erzähle. Nochmal. Das ist ja cool. Echt süß. Ob es eine Kombination gibt aus Sachen machen und dabei das Pad ruhig halten, das wäre fies halt, oder? Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du dein aktuelles Ziel durch Drücken von R1 ansehen. Also so wahnsinnig umsichtig und so kann sie auch nicht sein, wenn sie in der Wildnis irgendwie ein Tier anfasst. Das ist ein Frauending. Komm, sag, ist ein Frauending. Nein, das ist ein Eichhörnchen. Das ist, was soll man denn? Ja, das kann doch auch Krankheiten übertragen. Frauen auch. Okay, so. Ganz ehrlich. ich muss jetzt dazwischen gehen. Es reicht. Also wir machen jetzt hier kurz eine Pause. Wir müssen uns mal unterhalten. Das geht so nicht. Bis du musst nur selber spielen. Ich glaube, der Fritz will noch selber spielen. Nee, du spielst weiter. Ach so. Du hast ihr Schicksal in der Hand. Ja, dann machen wir gerne eine Pause. Wenn ich weiterspielen darf, ist okay. Bis gleich. Also, bis gleich. Tschüss. Ciao.